Au Beste Insight. In diesem Format möchte ich dir meine persönlichen Erfahrungen mitgeben bei der Avesta, mit meinem Gold bei der Avesta. Und heute geht es um die Auslieferung von Edelmetallen. Ich fange mit einer kleinen Geschichte an. Im Juni 2022 wollte ich nach Paraguay fliegen und wie immer wollte ich Gold und Silber bei mir dabei haben. Also vor allem Gold. Denn wenn du Reisen tust, hast du ja eine Freigrenze in vielen Ländern von 10.000 US-Dollar an Barmittel, wo Gold dazugehört. Silber nicht, das heißt, wenn du mit Silber reist, informiere dich. So, jetzt hatte ich aber daheim nicht mehr so viel Gold, wie ich gerne nach Paraguay mitnehmen wollte. Und dementsprechend habe ich Edelmetalle gebraucht. Ich wollte aber jetzt auch nicht mehr groß irgendwie Bargeld ausgeben und zu einem Händler fahren, sondern ich habe mir gedacht, Benedikt, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Du willst deine Edelmetalle noch holen, das heißt, du hast Edelmetalle in der Schweiz, liegen ja bei der Avesta und es gibt natürlich die Auslieferungsfunktion. Und ich möchte dir kurz erzählen, wie es funktioniert hat und vor allem, was eigentumsrechtlich hier passiert. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Ich habe bei der Avesta angerufen und gesagt, ich würde gern für morgen noch, ich weiß nicht, ich glaube 50 Gramm Gold abholen. Habt ihr denn das da? Dann haben die gesagt, ja, müssen wir schnell schauen, Herr Hausler. Und nach, was weiß ich, nach halben Stunde habe ich einen Anruf gekriegt, habe gesagt, Sie können morgen vorbeikommen und Ihre 50 Gramm abholen. Sie müssen jetzt nur eines machen, in Ihrem Golddepot müssen Sie quasi für 50 Gramm Edelmetalle ausbuchen und quasi zur Auslieferung bestimmen. Jetzt habe ich das gemacht, bin in mein Online-Depot reingegangen, auf Knopfdruck habe ich dann halt 50 Gramm quasi ausliefern lassen und dementsprechend war in dem Online-Depot von der ganzen Abwicklung alles buchhalterisch vermerkt, alles hat gepasst. Am nächsten Tag bin ich zur Avesta gefahren, habe dort dann meine, ich glaube, 5x10 Gramm Goldbarren dort in Empfang genommen, habe natürlich einige Dokumente beschrieben, ja, unterschrieben, dass ich die Ware bekommen habe, die Auslieferungsdokumente und so weiter. Also, das war alles sehr sauber. Wir haben uns 10 Minuten bei der Avesta hingesetzt und haben das gemacht. Dann bin ich heimgefahren und hatte mein Gold. Super easy. So, jetzt wirst du vielleicht ein paar Fragen haben. Nämlich erstens, wie kann es sein, dass die Ware in der Schweiz liegt und dann auf einmal fährt der Benedikt zur Avesta hin und holt das Gold ab? Wie ist es so schnell dahin gekommen? Und hier erkläre ich dir das Prinzip der Avesta und warum das auch meiner Meinung nach so genial ist. Nämlich, du hast ja an einem gewissen Goldbarren, zum Beispiel in der Schweiz, Eigentum. Das heißt, in einem Golddepot wird dir ganz klar gesagt, hey, Benedikt, dir gehört in der Schweiz, in Zürich, beim Lageristen Brinks, am Goldbarren 7537 Eigentum. Eigentum nämlich auf Gramm genau zugeordnet, nämlich zum Beispiel 50 Gramm. Und dementsprechend gehört dir an diesen Barren 0,05% dieses ganzen Barrens. So, durch diese Zuordnung wird es mein Eigentum. So, jetzt wenn ich die Ware ausliefern lassen will, passiert bei der Avesta eines. Da kommt natürlich jetzt in der Schweiz keiner mit einer Fräse und schneidet da 50 Gramm wie bei einer Wurstscheibe runter, sondern das Eigentum, das ich an dem Goldbarren habe, wird quasi an diesen Goldbarren weggenommen. Das Eigentum ist jetzt frei und an einen Goldbarren in Holzkirchen im Süden von München übertragen. Das führt dazu, dass ich natürlich Edelmetalle ja in einer kleinen Einheit ausliefern lassen kann. Weil wer will schon so einen 12 oder 13 Kilo Barren, vor allem weil der ja, was weiß ich, 700.000 Euro kostet. So. Also das Eigentum, das verbriefte Eigentum wird hier von dem Barren weggenommen und übertragen an einen kleinen Barren. Jetzt ist es manchmal so, dass natürlich ein Barren, ein kleiner Barren natürlich teurer ist, 50 Gramm, als wie 50 Gramm an einem großen Anteilsbarren. Ja? Und dementsprechend kommt es manchmal dazu, je nach Tarif bei der Avesta, dass ich noch ein paar Euro Formkosten habe. Das heißt, dass ich dann quasi 50 Gramm Silber habe, 50 Gramm Gold, Barren habe und dann noch, was weiß ich, 10, 15 Euro zahlen muss, weil dieser Goldbarren natürlich teurer ist. Das führt im Effekt dazu, dass dieser Goldbarren dann immer noch genauso günstig wäre, als wie wenn ich ihn woanders kaufen würde. Ja?
weil die Preise grundsätzlich an diesen großen Good Delivery Bahnen im Grammpreis sehr attraktiv sind. Und was ich hier einfach nur zahle, ist die Differenz, die notwendig ist für einen 50 Gramm Bahn, der einfach in der Herstellung, in der Verpackung und so weiter einfach teurer ist. Und dann ist diese Goldbahn bei Avesta. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ich im Süden von München wohne, kann ich zu Avesta direkt hinfahren. In der Regel kriege ich einen Anruf, Herr Hausel, Ihre Ware ist da und ich kann es abholen. Oder ich kann es mir dann ausliefern lassen. Dementsprechend zahle ich dann ein paar Euro Versandkosten. Diese Versandkostentabelle findest du auch auf der Avesta-Webseite. Also es sind ganz attraktive Konditionen. Das heißt, alles ist versichert. Also das ist kein Problem. Habe ich auch schon gemacht. Ist auch sehr, sehr witzig. Da steht dann jemand vor der Tür. Du brauchst einen Ausweis dazu. Ganz wichtig, du brauchst einen Personalausweis. Denn wenn ich aus dem Depot mein Eigentum quasi an einen kleinen Barren übertrage und dem mir ausgeliefert wird, ist es nach wie vor mein Eigentum. Und dass quasi die Sicherheit weiter erhöht wird, darf mein Eigentum natürlich auch nur mir persönlich ausgeliefert werden. Dementsprechend ist es auch bei der Abholung so, dass du immer einen Ausweis dabei haben musst, einen rechtsgültigen, damit die Avesta einfach weiß, dass du es bist, um den es sich handelt und nicht irgendjemand, ja, diesen Termin wahrnimmt, um dein Gold abzuholen. Das, glaube ich, sind die wichtigsten Fragen. Ich verlinke dir auch die Versandkostentabelle, dass du weißt, wie viel sowas kostet. Und dementsprechend hast du mal an meinem persönlichen Beispiel erlebt, ja, wie sowas ausschauen kann.